Liebe Brüder und Schwestern, am Anfang meines, sagen wir, erneuerten Glaubensweges mit 15 Jahren und dann später 16, 17, habe ich immer mehr Personen kennengelernt, die an Gott geglaubt haben, die aber auch eine ganz besondere Frömmigkeit hatten. Und das war schon erstaunlich, wie viele verschiedene Formen von Frömmigkeiten Menschen erleben können und leben können. Und damals war mir manches dann zu süßlich, es war mir zu fromm. Ich kannte nur Jesus und den Heiligen Geist. Und das war schon sehr, sehr viel. Und das hat mir vollends, sagen wir mal, gereicht und auch viel gedient. Und ich kann mich erinnern, wie ich da saß mit meiner kleinen Bibel zwischen dem Bettfuß und dem Schrank in meinem Schlafzimmer. Ich habe die Bibel versucht zu lesen, zu verstehen, habe gelesen wie ein Weltmeister, habe mich dann auch in den Garten, in die Natur gesetzt, unter den Baum. Ich habe gelesen und ich habe fast nichts verstanden. Und nach habe ich mehr verstanden durch die Kraft des Heiligen Geistes, der mir auf einmal, der in mir erneuert wurde. Aber ich habe später auch noch vieles andere mehr verstanden, was ich vielleicht aufgrund meines Alters noch nicht verstehen konnte. So gab es eine Bekannte von unserer Mutter. Und sie war sehr, sehr fest mit Maria verbunden. Und wenn bei mir jedes so vielte Wort Jesus war, dann war bei ihr so das so vielte Wort immer wieder Maria, Maria, Maria. Ich konnte das nicht wirklich verstehen, bis viel, viel später ich einen älteren Priester begegnet bin. Der war für mich wirklich ein geistlicher Begleiter und viele von seinen Sätzen, die er mir gesagt hat, die haben mich geprägt. Ich gebe euch jetzt ein Beispiel von dem. Denn er hat sich viel Zeit genommen, ich konnte austauschen, beichten und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss ich noch besser tun, das kann man noch so. Dann hat er zu mir gesagt, Franz, das Bessere ist ein Feind des Guten. Zuerst habe ich nicht verstanden. Das Gute ist schon gut und alles, was wir dann versuchen, besser zu tun, das schleicht sich sehr, sehr schnell auch Stolz ein oder kann sich sehr schnell einschleichen. Das war eine von seinen Weisheiten. Und eines Tages, wahrscheinlich hat er gespürt, dass ich dann bereit war, einen Schritt weiter zu tun, hat er mir dieses Büchlein geschenkt. Und ich bewahre es auf wie einen Schatz. Und es ist das goldene Buch, wo dann Abhandlungen drin sind vom heiligen Ludwig Grignon de Marie de Grignon de Montfort. Entschuldigung. Er hat einen langen Namen. Aber er hat auch viel zu sagen, dieser Mann. Und irgendwann in den Ferien in den Bergen habe ich dann gelesen, seine Abhandlung über die vollkommene Hingabe an Maria. Und diese vollkommene Hingabe an Maria hat mir noch einen weiteren Zugang zu Jesus, ja und auch zum Heiligen Geist gegeben. Beides ist nicht ausschließend exklusiv, es führt noch stärker, mit Maria kommen wir noch stärker zu Jesus. Und ich möchte euch jetzt eine Sache sagen, mitteilen und austauschen, den der heilige Grignon de Montfort aufgreift, kommt aber vom heiligen Augustinus. Und er sagt, wenn ein Künstler eine Statue machen möchte, dann hat er zwei Möglichkeiten. Zu der damaligen Zeit war es dann so. Er hat einen schönen Marmorblock und dann hämmert er daran, hämmert und so weiter. Und die Statue wird sehr schön, er tut das mit viel Sorgfalt. Aber ein falscher Schlag, vielleicht weil er erschrocken wurde, irgendetwas passiert ist und schon ist die Statue verdorben und er muss von Neuem beginnen. Augustinus sagt dann, es gibt einen anderen Weg. Man nimmt eine wertvolle Materie, zum Beispiel Gold, und schmelzt dieses Gold. Man fertigt eine Form an, eine Gussform, und die Gussform fertigt man einmal an und dann gießt man dieses geschmolzen, dieses heiße Gold in die Gussform und dann kommt eine perfekte Statue heraus. Vorteil ist dieser. Diese Gussform kann man einmal, zweimal, dreimal, kann man immer wieder gebrauchen
und immer wieder kommt eine perfekte Statue heraus. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Grignion de Montfort sagt, und Augustinus sagen, Maria ist die perfekte Gussform. Das ist vielleicht ein bisschen grob am Anfang. Aber in ihr wurde Jesus geformt, in ihrem Schoß wurde Jesus geformt. Aber nicht nur in ihrem Schoß wurde Jesus geformt, auch später als Kind in Nazareth war Maria da, hat ihn gelernt zu reden, zu sprechen, sich auszudrücken. Vieles hat sie Jesus gelehrt und vieles aus den Heiligen Schriften erzählt und mit ihm gebetet. Und so hat Maria eine wunderbare Aufgabe übernommen, zusammen mit Josef selbstverständlich. Den dürfen wir da nicht unterschätzen. Und die beiden haben Jesus geformt. Und dann sagt der heilige Augustinus und Grignion sagen, und so können wir auch in Maria und bei Maria, an ihrem Herzen können wir geformt werden, wenn wir uns ihr ganz anvertrauen. In Wirklichkeit könnten wir sagen, ja, ich bin aber ein Marmorblock, ich bin so und ich bin schön und so weiter, ich bin fertig. Liebe Brüder und Schwestern, meine Erfahrung, ich spreche jetzt für mich, meine Erfahrung ist die, dass ich noch voll in Entwicklung bin. Und vielleicht ist das ein Trost für manch anderen, der sagt, aha, sogar ein Priester ist auch noch in Entwicklung. Also, ich bin noch voll in Entwicklung und ich hoffe, dass ich entwicklungsfähig bleibe, dass der Heilige Geist mir dazu auch immer wieder mich da überzeugt und dass ich nicht einschlafe dabei oder meine, jetzt bin ich perfekt. Aber am Herzen von Maria werde ich geformt. In meinem Glauben, in meiner Hoffnung, in meiner Liebe. Am Herzen Mariens werde ich auch geformt als Christ, wie ich als Christ lebe. Und wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, und jeder hat die Entscheidung zu treffen, du auch, es gibt, man kann sagen, in diesem Prozess von Entscheidung, was würde Jesus tun? Manchmal kommt auf den Schlag die Antwort, ja, Jesus würde so und so. Und dann kann man auch so entscheiden. Aber manchmal bin ich stecken geblieben, ich weiß auch nicht warum. Und dann habe ich, ich sage das jetzt ein bisschen im Spaß, dann habe ich gesagt, Jesus, wenn du nicht mit mir sprichst, dann sage ich es deiner Mutter. Und ich habe dann auch Maria gefragt und sehr, sehr schnell kam Antwort. Sehr, sehr schnell kam auch Inspiration. Und so manche Predigt ist entstanden, wenn ich das Evangelium versucht habe zu lesen, mit den Augen Marias. Maria, wie siehst du das? Und dann wurde auf einmal alles viel einfacher. Warum? Ja, weil Maria mit dem Herzen bei Jesus geblieben ist und weil Maria Jesus weit in ihrem Herzen getragen hat. Und so blieb sie in Verbindung mit ihm durch Liebe. Und so können wir auch am Herzen Marias Jesus noch ein Stück weiter und besser verstehen. Hab keine Angst, sagt im Traum der Engel zu Josef, Maria zu dir zu nehmen. Und sag nicht, oh, das ist mir zu süßlich, das ist mir zu fromm, das ist nicht biblisch. Es steht in deiner Bibel, in meiner auch. Hab keine Angst, Maria zu dir zu nehmen. Das tut Jesus ganz zum Schluss am Kreuz, sagt er, das ist deine Mutter, das ist dein Sohn. Sollten wir dieses Geschenk, das Jesus uns anvertraut und das er seiner Mutter auch machen möchte, sollten wir dieses Geschenk nicht annehmen? Das würde ich dann sagen, wenn wir es nicht tun, dann sind wir echt stolz. Und wir sind auch ein Stück weit verstockt. Es braucht Einfachheit, um das zu tun. Und so wollen wir uns in unserem Leben auch Maria anvertrauen. Und sie wird uns mit Sicherheit auf einem guten Weg und ganz sicher auch zum Herzen Jesu und er wird uns zum Herzen des Vaters führen. Und der Herr möge uns segnen, dass wir mit Freude auf diesen Weg auch mit Maria gehen. Herr, erfülle uns mit der Kraft des Heiligen Geistes,
dass wir mit Maria und auch durch sie noch stärker und besser Jesus verstehen können. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.